Wobei, ich muss ja da sagen, da hat Blizzard ja ihre seine Aussage direkt zurücknehmen müssen. Die hatten von Anfang an gesagt, egal was passiert, die wollen Charaktere, die ja sterben, auf gar keinen Fall wiederherstellen. Oh, hier ist ein Elite-Gegner. Die Aussage haben sie ziemlich schnell revidiert, weil die ja ziemlich viele Serverprobleme am Anfang hatten. Okay. Da haben sie das direkt zurückgenommen, haben gesagt, wenn es wirklich von einem Lag abhängig ist, dann wird er erst, also wird generell, werden erst zwischengespeichert und dann irgendwann, einen Tag später, so werden die jetzt endgültig gelöscht, sodass man die noch wiederherstellen könnte. Weil das sonst wirklich unfair wäre, wenn jetzt mal ein Serverproblem ist, Serverausfall oder so. Mhm. Kannst du ja echt nichts dagegen machen. Weil die wollten das ja so einführen, weil bei Diablo 2 kommt man einfach schnell das Spiel beenden. Das geht hier, soweit ich weiß auch, der Infight einfach das Spiel beenden. Und dann überlebt dein Charakter. Das heißt, ja, wenn du merkst, du kannst gegen den Boss nicht gewinnen, einfach schnell das Spiel beenden. Mhm. So, und bei Diablo 3 haben das gemacht, wenn du Infight die Verbindung verlierst, also generell das Spiel beendest, bist du tot. Dann ist dein Charakter weg. Okay. Aber wenn natürlich Serverprobleme waren mitten Infight, dann war der halt weg. Ja, gut. Ja, gut, ich sag mal, bei MMOs hast du es ja so gelöst, dass du halt einfach sagen, okay, du musst 30 Sekunden warten, bevor du dich ausloggst. Ja. Das finde ich eigentlich auch echt nicht verkehrt. Ja, und ich würde sogar so sagen, wenn man eher generell Hardcore-Player ist, dann geht's eh immer ab in die Town. Ist alles safe. Ja, gut. Niemals vom PC weggehen, während du irgendwo rumstehst. Ja, definitiv. Dafür hast du Portal Scrolls. Ja, und das hat der, ich mache nicht unbedingt gerne Schleichwerbung, aber TakeTV kann ich euch allen nur ins Herz legen, das hat der Naruto von denen auch gemerkt. Kurz mal die Katze holen für einen schönen Fan, der gerade donated hat, und schon ist er tot. Warte mal, wir haben Quest Travel to Lioness Watch. Ach stimmt, ja, weil wir das hier gerade gefunden haben. Ja. Hey, noch ein Skillpoint. Naja, kann man nie genug haben. Skillpoint oder ein Orb, ich weiß es gerade echt noch gar nicht. Von dem gibt's nix. Von Nessa gibt's einen Orb. Ja, ich hole mir natürlich einen Added Lightning Damage, das ist mein Baum. Support. Ah, ja, was mache ich denn da? Ich hole mir den Lightning, weil bis ich den Blade Rose habe ich ja gesagt, ich arbeite auf gerade mit Lightning Spells, also hole ich mir natürlich jetzt keinen Cold Damage oder so. Two additional projectiles. Oh, ich habe noch ein. Ich habe noch sowas hier, ich glaube, das brauchst du nicht. Ach, scheiße, ich kann hier keine Items droppen. Ich hab noch so einen ganz schlechten Point Arrow Quiver. Ich will mal das hier ausprobieren. Der ist aber nur blau. Ach genau, von dem haben wir glaube ich schon die weiterführende Quest bekommen. Kostet. Brutus. Ja. Probieren wir mal aus. Ja. Ich glaube mit diesen Chromatic Orbs kann ich mich auch schon totschmeißen. Hab ich auch schon 18 Stück. Im The Climb haben wir irgendwie Dings verpasst. Den Teleport. Ja, was verpasst? Den Teleport. Nee. Climb haben wir Teleport verpasst? Ja. Also ich zumindest, ich hab nicht. So, ich verdammt, kann ich wollte auch noch verkaufen. Ich kann den auch nicht benutzen, aber wir sind doch über den Teleport da rausgegangen, oder nicht? Oder bist du mit einem Portal? Nee, wir sind im Dings raus. Im nächsten Gebiet. Richtig, wir haben den übersehen. Wollen wir den gerade noch holen gehen? Brauchen wir? Oder wollen wir drauf pfeifen? Ne, eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wusste. Mal drauf. Ist ja egal. Da müssen wir nie wieder zurück. Bist du schon wieder hier? Nee, ne? Ich bin nur kurz zurück, weil ich habe irgendwie vergessen, mein Zeug zu verkaufen. Lololol. So. Ah, ja, ich warte dann mal eine Runde. Ja, warte. Warte. Ganz kurz noch. Oh mein Gott, bin ich blöd. Ich habe meinen zweiten gelben Zauberstab verkauft, habe Ausländer für den blauen behalten. Ich wollte es genau andersrum machen. Ja, Leute, nochmal gefällt. Leute, Mann. Ja, ein Zauberstab nach dem anderen bin ich da wegfällen. Wow, was ist das denn? Ich habe jetzt mehr Projektile. Ja, ich merk's. Flatsch, 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 alle tot. Ja, und gerade der Skill schießt ja durch Gegner durch. Ich hab's gesehen. Ist die ganze Reihe geil. Direkt tot um. Matsch. Ja. Hat sich gelohnt. Neckt er mir den Toten schon weg. Das war eine Dreistigkeit. Aber ich glaube, deine Hits machen deutlich mehr Damage, ich meine. Ich mach mit dem jetzt im Moment 28,8. Oh, warte mal, sehe ich das halt nicht richtig? Falsch ist hier nicht noch ein Weg? Ist halt extrem runtergegangen durch den Support.
extrem hochgegangen ist, oder? Nee, runter. Vorher hat er 60 oder so gemacht. Jetzt macht der Durchschnittssupport weniger Damage. Ja, aber dafür habe ich zwei Projektile mehr. Ach so. Oh, ein Jade-Amulett. Hab gerade noch nichts anderes. Nehme ich's mal mit. Noch ein Chromatic Orb, schön. Oh. Wobei, den hätte ich dir lassen können, weil ich habe davon ein paar viele. Ja gut, der war bei mir noch grau. Geht's jetzt? Level up, vielen Dank. Guck mal, was machen wir denn? Oh ja. Ja, da gehen wir mal. Lol, scheiße, ich weiß nicht warum, aber die Aufnahme war bei mir beendet. Aber. Ich weiß zwar nicht warum, ich hab's gerade erst gesehen, Mann, ich weiß nicht, wie lange die schon beendet war. Ja, von Zeit zu Zeit passiert das. Platte voll gelaufen, ja, oder? Eigentlich sollte das nicht laufen, aber ich weiß noch nicht, wie lange das jetzt schon war. Ah, ich meine, ich bin aber zwischendurch nicht aus dem Spiel getappt, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. GZ. Ja, die war bei mir grau. Was? Hast du gedacht, dass du deine Lunge hast, weil die grau ist? Oh, da hinten ist die Chest. Kann sie schon sehen. Sehr gut. Ja, falsch rum, das Spell gekostet. Added Cold Damage, spielst du mit Cold Zauber? Okay. Nö, hab ich. Glaub. Added Lightning Damage, oh, das stacken die Dinger? Ich denk schon, ja. 2, 3, 4, 5. Ich hab nur nichts mehr, links mehr frei. Jeder kriegt 5. Okay, sind noch 4. Das sind wir hier noch. Übersehen? So nee. Jetzt. Nee, mehr so nicht. Also, ich hab 5. Hast du keine 5 im Inventar? Ich hab 4. Nice, ich bin echt gemein. Ja, passiert. Ich hab mir ein Support-Teil geholt. Multiple Traps lag auf dem Boden, aber ich weiß eh nicht, ob du gerade Traps dabei hast. Nee, hab ich nicht. Ja, gebe ich mir natürlich nicht. Das kann ich für meinen Feuerbomben. Müsste ich jetzt eigentlich noch mehr Traps blenden können. Okay. Ja, ich würd eigentlich schon gern mein den Added Cold Damage, aber irgendwie habe ich keine Links dafür. Muss ich mal gucken, wo sehe ich denn hier meinen elektrischen Damage? Hier gar nicht angezeigt, mein Elementarschaden. Was ist das denn? Bronze Monograph. Ach, das ist, glaube ich, das Labyrinth. Sei vorsichtig. Ja, das ist das Labyrinth. Warte, das machen wir gleich am besten direkt zusammen. Ich sehe nur gerade irgendwie mein Elektroschaden nicht. Additional Elemental, ne. Ich habe keine Ahnung, wo man das sieht. Warte mal. Ach doch, klar, da musst du auf C und dann auf den jeweiligen Skill. Und dann hast du da Main Hand Lightning Damage, Chaos Damage und Accuracy. Ja, es interessiert mich da hauptsächlich der Damage per Second. Der müsste sich ja reintritt jetzt ändern, wenn ich das da reinballer. Ja, da kannst du unten auf deinen Skill gehen, dann siehst du das. Oben. Er scheint sich nicht zu stacken. Nee, macht nicht mehr Schaden. Also leider nicht stackable. Schaden die mit E, Leute. So, das wird jetzt echt assi. Wir müssen jetzt echt vorsichtig sein, wenn wir das jetzt machen. Okay. Das hier ist sogar noch relativ einfach, das danach wird schwer. Da kommen jetzt immer hier die Spikes. Du siehst rechts, die Tür ist verschlossen. Mhm. Wir laufen denen jetzt direkt hinterher. Okay. Und ich mach das ganz safe, wir könnten zwar wahrscheinlich bis zum nächsten laufen, aber ich will nicht sterben. Ja, du siehst ja, wir hätten schön viel Zeit gehabt. Komm. So, jetzt warte ich aber erstmal ein bisschen. Aber wobei, nach da hätten wir es sogar auch noch geschafft. Wahrscheinlich. Aber die Nischen brauchen wir gleich auf jeden Fall, weil jetzt gehen wir hin, jetzt machen wir den Hebel, jetzt ist die Tür offen. Mhm. Jetzt müssen wir aber wieder zurücklaufen. Okay. Warum? Da kein Risiko ein, ja, weil wir weiter müssen. Aber jetzt haben wir halt damit die Tür geöffnet. Das ist ein Labyrinth. So. Jetzt haben wir halt quasi die Tür zum Weitergehen geöffnet. Sachen gibt's. Hm. Ach, komm hier. Gerade nichts Gutes.
Und wie gesagt, drei Hits von den Dingern und du bist auf jeden Fall tot. Okay. Ja gut, Stacheln, die so aus dem Boden schießen. Den würde ich mir jetzt im Real Life auch nicht unbedingt... Wow, das war so, knapp. Hier kommen jetzt erstmal normale Gegner. Und danach kommen wieder Fallen. So, und hier, die kommen jetzt immer abwechselnd hoch. Ich würde das so machen. Ich laufe jetzt hier unten. Nein, das war falsch. Oh, Mist. Machen wir das immer eigentlich ganz einfach. Jetzt kommen die hoch, dann laufe ich eigentlich immer dagegen. Da drauf. Dann kommen die und dann kannst du einfach dann immer auf das nächste Feld gehen. Okay. Huch, man soll es nur nicht so weit gehen. Ja. Lass mal durch. Und wenn, falls du getroffen wirst, sofort deinen Heal-Trank reinhauen. Sonst könnte das echt mies enden. Oh. Hui. Eine blaue Mana-Flask. Sehe ich nicht. Ja. Ist gut. Ach scheiße, oh Mist, jetzt habe ich missklickt. Ich wollte die rote Rolle aktivieren, jetzt habe ich zwei Portale aktiviert. Recht die Strafe auf den Fuß, ne? Nein, Mann, das ist schon wieder so ein Mana-Trank, der reduziert hat. Der bringt nur 20 Mana plus. So, jetzt kannst du hier aktivieren. Ah ja, dann kommt hier ein Portal. Und. Jetzt haben wir das erste, hast du das Ding selber aktiviert hier? Ja. Wenn wir einmal angeklickt haben, dann siehst du ja, was du geschafft hast. Dann haben wir The Prison Complete und du siehst ja, es gibt halt noch mehr. Und die müssen wir alle completen. Okay. Ah ja, okay. Aber sobald wir die halt finden, die Labyrinthe. Ja, gut. Und durch das Portal brauchen wir halt den Weg nicht nochmal zurückgehen. Das ist gut. Ja. Okay. Könnte nämlich zum Tode führen, den Weg zurückzulaufen. Ja, doch. Muss nicht unbedingt. Ja, und das war wirklich noch ein... Ach, das ist die Truhe. Das ist ein sehr einfaches Labyrinth gewesen, glaube ich. Ja, sehr einfaches Labyrinth. Haben wir schon gedacht, besonders schwer war es nicht. Müssen wir denn hin? Ach, da. Da oben waren wir schon. Sicher? Ja, guck mal. Hier sind diese Gegner. Ich glaube, von der Map her würde ich sagen, müssen wir nach da. Keine Ahnung. Doch, ich würde sagen, nach da unten rechts. Also hier und dann hier runter und dann nach rechts. Könnte sein, ja. Irgendwas muss ich doch falsch machen, Leute. Wieso? Ganz einfach, weil ich immer noch nur drei Fire Traps habe, obwohl ich mir doch diesen Supporter reingetan habe, dass ich eigentlich jetzt zwei Traps oder drei Traps mehr haben müsste. Ist der mit der Trap verlinkt? Das heißt, verlinkt muss ich nicht. Du musst aufpassen, also dass die Ausrüstung eine Bindung zwischen den zwei Slots hat. Ah. Aha. Ah, hier ist der Händler wieder. Oh, was hat er diesmal? Wieder ein Ring. Kälteresistance. Ah, ich habe auch nicht genügend Coins dabei und so unbedingt brauche ich den jetzt nicht wirklich. Nee, ich auch nicht. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was er jetzt für Bonus-Stats hat, ne? Ja gut, aber das sind die Resistenzringe, die haben meistens nichts so prickelndes. Huch, scheiße, jetzt habe ich ein graues Item aufgehoben. Nein. Passiert. Mir auch schon oft genug. Hier kannst du. Ich glaube, wir müssen noch hier rechts weiter. Meinst du? Ich glaube, du gehst da links nämlich nur wieder zurück. Ja, ich weiß nicht, ich wollte mal gucken, weil da, glaube ich, irgendwo was war. Ja, mal über die Pfeiltasten, die Map mal moven, ne? Ich glaube, wir haben jetzt hier keine Durchgänge mehr übrig gelassen. Wobei, da hinten könnte noch etwas sein. Dann müssen wir wieder den ganzen Weg nach links laufen. Lass weitergehen. Die eine Ecke. Jo. Du hast drei Quests, sehe ich gerade. Habe ich auch drei Quests? Scheiße, ich glaube, ich habe vergessen, eine Quest anzunehmen.
Weiß ich gar nicht. Ja, ich sehe es. Jetzt habe ich nur noch zwei. Also irgendwas haben wir schon fertig. Ach, das war das Labyrinth. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oh, jetzt ist wieder laggy. Ja, ich merk's auch. Wollen wir nach der oder beim nächsten Teleporter mal eine kurze Pause machen? Ja, können wir auf jeden Fall machen, weil ich glaube, je nachdem wie viele Spiele auch gerade online sind, die Server waren letztens auch schon voll überlastet. Ja, ich hab's auch ein bisschen. Ich merke nämlich, wenn ich zu lang aufnehme, dann fängt das Stream an zu laggen. Und dann kommt er beim Render nicht mehr so gut, gut hinterher. Okay. Dann müllt er sich den Speicher voll, deswegen muss ich den Stream immer mal kurz unterbrechen. Und dann läuft das auch wieder. Das leckt aber gerade wieder. Oh, ich habe hier Sawbones, also. Unterwegs. Aber wieder mein falsches Skill gecastet. Den muss ich noch zuerst casten. Oh, ein Ring der 25 habt ihr dazu. Oh, Mana aus. Ja, warte, ich guck mir den Ring mal eben an. Ob das was ist. Oh ja, plus 15 der Accuracy. Den kann ich brauchen. Oh, 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 nein, 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 nein! Bist du tot? Ich sterbe hier einen Augenblick, nein, aber fast. Bei toten Beschwörer haben mich gegiftet und eingekesselt zwischen ihren beschworenen Viechern, Mann. Das ist fast schlecht. Gekillt. Und dann hier dieses scheiß Wagending hat meinen AOE-Spell geblockt, Mann. Richtig mies. Hab ich einfach keinen Damage ausgezahlt. Und dazu halt noch die kleinen Lags, die mit dabei sind. Mhm. Echt mies. Ja, doch, das kann. Ich bin schon froh, dass ich auf meinem Linksklick. Ja, ich bin schon froh, dass ich auf Linksklick nur die Bewegung drauf habe und keinen Angriff. Es hätte echt zum Tode führen können. Mhm. Boah, wenn ich da nicht rausgekommen wäre, man. Oh, Mensch. Jetzt bin ich auf jeden Fall wach. Okay. Das ist gut. Die Mana Flash, brauche ich die? Ja, komm, die gebe ich mir. Zack, zack. Mach ich jetzt auf jeden Fall jetzt, bevor gleich da was kommt, Hus. Nee, ich weiß gar nicht, wo du lang gelaufen bist, ne? Anders. Anders? Ja. Oh, glaube ich auch. Oh, wie geil. Oh, sonst hättest du nämlich hier den blauen Ort bekommen. Was für ein? Increase Critical Strikes. Yay, danke, wegen dir bin ich ein Level up. Bitte, bitte. Na, auf Crit bin ich noch nicht geskillt, das Boy irgendwie. Ja, ich schon. Ich gehe gerade 3-4 Punkte nur Crits. Kritische Chance, kritischen Damage. Mhm. Ja, wollte ich später eventuell auch noch machen, aber vorher wollte ich mal auf Attack Speed ein bisschen. Ja, ich weiß halt schon von meinem Baum, wo ich am kürzesten zu meinem hinkomme, wo ich hin will. Mhm. Und das führt genau über diese Crit-Dinger, deswegen. Die sind auch eigentlich wirklich nur mehr zufällig dabei. Ey, durch dich habe ich jetzt auch noch Level Up von einem Skill. Ich brauch gar nicht selber spielen. Ich krieg Level Up, ich krieg Skills ab. Untersteh dich. Nee, ich stell mich einfach in die Ecke. Sonst zieh ich mir nämlich einfach mal eine Horde Gegner, teleportiere mich dann weg. Ja. Und dann kannst du gucken, wo du bleibst. Scheiß Totenbeschwörer, ne? Ich geh mir voll auf den Sack. Ja, das kannst du mal. Die haben mich beim ersten Mal spielen, die mag niemand, deswegen haben sie sich ja mit den bösen Mächten verbündet. Oh, Kiste, Kiste, Kiste. Moment, bin unterwegs. Du wirst voll angegriffen von hinten. Immer so am Rande. Erstmal schön den Totenbeschwörer raus, bevor es zur Kiste geht. Totenbeschwörer ausschalten ist nicht verkehrt. Mhm. So, scheint es gewesen zu sein, ne?
Wow. So, also ich habe zwei Coins jetzt. Ah, kannst du die dritten auch noch nehmen? Okay. Roller wirst du. Ah. Hat ich gesagt. Um die Chefs gesehen, wollte direkt durch die Wand laufen. Dazwischen. So, Wardens. Ach nee, da gehen wir vielleicht mal. Noch nicht rein. So einen kleinen Raum finde ich ein Skill echt schön. Ja, das ist schon echt praktisch. Du triffst eigentlich zu 100% jeden Gegner. Ja. Ja, das ist echt nicht verkehrt, das stimmt schon. Jetzt habe ich meine Dinge und Skills versorgt. Ah, ja, ganz hinten in der Elrion. Elrion, haben wir die Quest von dem schon gemacht da hinten? Nein. Ja, da sollten wir die noch machen gehen, oder? Nee, warte, 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 das ist der Händler, oder? Nein, der Händler heißt anders. Okay. Elrion ist der Typ, wo wir normalerweise die Missies machen. Okay. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Ich sehe, ich habe ihn ganz leicht gescout. Ach, da stimmt, ich bin hier allein. Ah, stimmt, jetzt ist er da. Good to see. Any more? Jo, läuft. Oh, Skill Level up. Ah, kommt schon Gegner, also ein bisschen mehr könntet ihr schon machen. Echt mal wahr? Ah, schön. Hättest du nichts gesagt. Hätte ich nichts gesagt, wäre gar nichts passiert hier, Mensch. Ja, wärst du leichte Quest gewesen. Ach. Leichte Quest kann man Diablo auch einfach spielen gehen. Ja, gut, stimmt da nichts. Diablo auf normal ist jeder Gegner One-Hit, die Endbosses sind in unter 10 Sekunden tot. Das ist schon echt bitter. So. Das war wirklich. Wo Diablo neu rauskam, das erste Mal gespielt mit dem Magier, ich treffe das erste Mal auf den Endboss aus dem dritten Akt, ich habe den in unter 10 Sekunden besiegt und direkt das Achievement dafür bekommen. Da dachte ich mir auch schon, ja, er war ein bisschen schwach auf der Brust. Mhm. Und den Endboss habe ich gar nicht besiegt bekommen, den Diablo damals. War echt mies, die Drop-Rate, die Drop-Chancen für gute Items waren so gering und ich habe echt nur Müll gedroppt bekommen. Mhm. Und ich wollte das AH eigentlich nicht verwenden. Aber ohne AH, ich konnte ihn nicht besiegen. Ich hab's zigtausendmal versucht, alleine. Nahezu unmöglich, weil du verlierst als Magier, bist ja kein Nahkämpfer. Diablo natürlich, was für ein Zufall. Hauptsächlich meistens Nahkämpfer. Der hat natürlich auch Spells und so weiter. Aber wenn er dich einmal im Nahkampf erwischt, haut er dir übelst aufs Maul. Und einfach keine Chance gehabt. Du kannst es jeden Boss, kannst du eine KI-Ad mitholen. Die kannst du nicht dabei haben, wenn andere Spieler dabei sind. Aber ansonsten hast du ihn quasi immer dabei. Wenn du alleine spielst, entweder ein Tank. Range DD, eine Magierin, die dich halt supportet mit Buffs, mit Illusionen und so weiter. Aber bei Diablo, dem Endboss, wird dir abgezogen. Das heißt, entweder hast du einen zweiten Spieler mit dabei, der das automatisch dann auch schwerer macht, oder du musst ihn komplett alleine platt machen. Aha. Und ich hab's nicht geschafft. Okay. Komm, machen, was ich wollte. Ich weiß nicht, ich hab damals in Mönch habe ich gespielt. Hauptsächlich. Ja, ich habe Magierin gespielt und wirklich der Unterschied zwischen Astrodar, den ich in unter 10 Sekunden platt gemacht habe, und dann zu Diablo, war einfach nur abartig. Aber wie gesagt, meine Drops waren noch echt mies. Ich habe mich einmal immer hart danach equipped und dann war der easy going, so als wäre es ein ganz normaler Elite-Gegner gewesen. Ich glaube, wir sind soweit auch durch, oder? Ja, halt, warte, gerade eben. Einen Blitz habe ich gerade eben noch abbekommen. Weiß nicht woher. Warte, doch. Achso, das könnte es gewesen sein. Ja, sieht so aus, als wäre man. Hier laufen wir, glaube ich, falsch, oder? Nee, doch, wir müssen ja nach unten links. Ah, doch, warte mal, da sehe ich noch was. Ah, nee. Ist der eine Raum noch nicht gescoutet? Ja. Dürüm. Oh, ach, tatsächlich. Ich sehe da einen Totenbeschwörer. Oder Diabolist. Mal hier. Nee,
Verdammt, bin ich jetzt schon wieder. Die Krise. So, hier war ich noch nicht. Leckt auf jeden Fall richtig hart. Ja, aber ich war hier schon, deswegen. Ah, stimmt. Da liegt ein toter Totenbeschwörer. Obwohl, weil da oben, wo du gerade in der Ecke bist, da war... Okay, das ist nun gar nicht. Da ist nichts. Na, hier war ich dann doch nicht gewesen. Ja, sieht ganz so aus. Ja, so ein kleines Stück war ich nicht, stimmt. So, dann ab mal hier den Borden aufs Maul hauen. Leggy, leggy, leggy. Jo, das könnte zu unserem Tod führen. Ja. Ja, ja, vielleicht machen wir vor dem Mann eine kleine Pause oder so. Ja, auf jeden Fall machen wir hier. Aber einer von uns sollte auf jeden Fall mindestens in-game bleiben, sonst müssen wir den ganzen Weg nochmal zu dem laufen. Das stimmt, ja. Ja gut, aber hier sind ja eh keine Gegner, von daher. Ach stimmt, stimmt, hier ist Safe Area, hast recht. Mhm. Gut Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns Dank fürs Zusehen. Gleich wieder, so in 15 Minuten. Klingt okay, oder? Ja, und für die, die das dann nur bei YouTube sehen, sehen wir uns gleich direkt wieder. Genau. Okay, dann bis gleich. So, hallo, da sind wir wieder. Hey, yo. Genau. Bin auch noch dabei. Ja, würde ich sagen, klatschen wir gleich mal den Boss ab. Jo. Ah, doch, jetzt leckt's auch wieder ein bisschen. Ja, hier gab's, glaube ich, eh nichts zum Looten, ne? Nee, das ist alles. Sollte man sich das auch anhören, aber nein. Ja, mal kurz anklicken und dann auf Continue und dann passt das. Du kannst ja einfach anklicken und weitergehen, dann labert der im Hintergrund. Das ging auch. Ja gut, ich klick's halt immer weg. Oh. Chests, sieh mal einen an. Da war gar nichts drin. So. Schöne Blutspur. Los geht's. Lasst uns alle sterben. Wow. Hoppala. Ah, wir geben dem aber echt gut, muss ich sagen. Ja. Irgendwie funktioniert schon echt gut. Einfach stehen bleiben. Nichts Gelbes? Nicht so. Nichts? Hm. Phänomenal. Oder hast du was Gelbes gesehen? Nee. Überhaupt Brauchbares ist da so gar nicht dabei, ne? Ja, aber ich glaube, gleich kommt ein Wegpunkt, deswegen habe ich einfach... Ja, warte mal doch. Der Longbow, den würde ich mal gerne mal angucken. Verdammt. Warte. Schnell Inventar umsortieren. Damit er Platz hat. Was macht er so? 7 bis 29. Nee. Da warte ich noch. Besondere Kisten könnte, glaube ich, auch nicht sein, oder? Hm, Kisten? Hier? Wir können keine sein, oder? Ne, ich glaube nicht, ne? Ja. Sonst nix. Hat so hart geleckt, ich habe nicht gesehen, wie du durch die Tür gegangen bist. Ja. Das passiert, ne? Jo. So, gehen wir gleich mal zurück nach Lion Ice Watcher. Ich glaube, ja. Ich meine, wir müssen ja eh keine Türen öffnen, also die porten sich immer einfach durch die Tür. Hm. So, nee, nicht Purchase Cell.
Ich hatte ja gesagt, ich gehe kurz runter und hole mir die Sachen ja mit hoch. Komm grad runter, waren die gerade das letzte am Essen. Richtig gemein. Das ist ich hab fies, nur ja. Ein einziges davon abbekommen, Mann. Richtig, also. Rolling Blade, Smoke Mine, Wizard, Clarity. Du hast bestimmt auch die Clarity genommen, oder? Ich hab noch gar nichts, warte mal. Ich hab nämlich auf jeden Fall jetzt auch die Clarity genommen. Da war ich noch gar nicht. So. Nee, ich hab Orbs, andere wahrscheinlich. Wegen andere Klasse und so. Also? Stimmt. Freeze Mine. Blink Arrow. Ah. Cool. Doch, das wäre Blink Arrow. Smoke Mine? Nee, immer Blink Arrow. Damit kriege ich nämlich einen. Damit kann ich irgendwo hinschießen, da teleportiere ich mich hin und da wo ich vorher stand, erscheint ein Klon von mir. Weißt du, wie man Sachen aus dem Stash heraus verkaufen kann? Ja, musst du also rausholen und verkaufen halt. Also im AH meine ich jetzt an andere Spieler. Das ging. Ach so, keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Ah, God is delivered. Was hat der jetzt so? Ach so. Ich glaube, das war so. Ich glaube, das war so. Dann auf Stop drücken. Dann glaube ich da rein. Ne, war nicht so. Ach egal, guck ich irgendwann später. Weil ich brauche das legendäre Schild ja nicht, aber ich dachte, vielleicht braucht das ja jemand. Günstig reingestellt, fürs Leveling ist das ja gar nicht mal schlecht. So. Okay, mit E habe ich das. Jetzt hier noch den. So, von mir aus kann es weitergehen. Jo. Schlossen das Gate. Follow the Emperor's Road. So, warte mal. Gegner. Und da hinten ist ein Elite-Gegner. Go Bellow the Brave. Und da war er weg. Oh, direkt noch ein Rapback. Schön. Okay. Hast du alle aus dem Rapback? Der Clone hält halt nicht lang. Orb of Transmutation. Ah, wollte ich eigentlich auch aufheben, aber war grau hinterlegt. Echt schade. Macht er auf den vollen Damage? Oh, geht's halt. Ich glaube, der macht sogar mehr als ich. Warte mal, ich hab kurz ein Level-Up. Oh. Der Armor Master hat wieder eine Quest für uns. Wo ist denn der? Da oben. Naja, warte, bis sie. Achso, nee, da müssen wir runter. Okay. Warte. Yes, I call you. In die Haunted Depth. Irgendwie buggt es aber bei mir oder du stehst bei mir im Weg. Ich komm nicht ran. Ich bin drin. Also ich konnte ihn nicht anklicken, weil du vor mir standst. Ach so. Tja. Oder zumindest dein hüllenloser Avatar stand halt noch. Ne, den. Ja, das kann sein. Ja, stimmt, der bleibt nicht lang. Ah, warte mal, vielleicht kann ich das öfters hernehmen. Das muss ich mal ausprobieren. Nee. Geht nicht. Okay. Ach, ist das die Inni? Nicht, ah doch, das ist die. Ich ahne Böses, ja. Ja, wir können die Dinger nicht deaktivieren, nicht kaputt machen, wir müssen jetzt dieses Geist-Ding abholen, ne? Und es natürlich lebendig schaffen, das abzuholen. Was für Zufall. Ich hoffe nur, wir laufen. Oh, yay, auf Level. Ich hoffe nur, wir laufen auch in die richtige Richtung. Das wäre praktisch. Hast du dich gerade teleportiert? Ja. Kann ich doch jetzt. Für dich. Ich will auch. Kriegst du bestimmt auch noch mal einen Skill irgendwann.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen kriege, dass ich so Step by Step, so kleine Schritte nach vorne jumpen kann. Mhm. Und der ist auf jeden Fall auch schon super wichtig. Medium Life Flask. Ne, nicht useful. Oder nicht needed. Oh, die Great aber. Great aber definitiv. Doch, scheiße, ich dachte, ein Schrein zum Aktivieren. Nee. Ich hab schon an zwei bis drei von den Dingen vorbeigelaufen, weißt du? Ja, kenne ich aber. Ja, läuft. Ich hab mein Skill noch gerade erst fetch gekartet, will angreifen, ist schon tot. Ja. Lol, da ist das viel sogar direkt. Sauber. Ich würde sagen, gerade als Fernkämpfer macht das halt Sinn. Mit dem Teleportieren. So. Ah, also auf Hardcore macht das für jeden Sinn, weil du dann vor allem auch abhauen kannst, wenn da irgendwas ist. Mhm. Oder den Zauberstab nehme ich mal. Plecky Mask nehme ich mal. Ja, gut. Das war's. Warte, Longbow nehme ich auch noch mit. Ah, ich habe noch die Armor mitgenommen, weil da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, hast ich brauch Kalt? Halt, ich... Ah ja, du hast ihn. So, ich dachte, jeder von uns müsste den jetzt einzeln mitnehmen. Nee, ich glaube nicht. Ja. Hat der Geist seine eigene HP? Oder hat er meine HP? Der hat deine HP, glaube ich. Dann kann ich einfach durchlaufen. Ja. Ich war mir jetzt nicht sicher, weil wenn der eigene hätte, hätte ich ja vorsichtiger sein müssen. Ja, ich bin mir aber auch nicht sicher jetzt. Aber sollte eigentlich trotzdem gut hinhauen. Ja, sind ja, schon durch. Beim ersten Mal, wo ich war, war ich nämlich ganz vorsichtig. Wo ich hier war, waren das alles Minen. Dann hat so ein Ding so 5-6 Minen überall hingedroppt. Kenn ich ja. Das schon, nein. Also rein tot. A loss. Oh, goodbye. Okay. Oh, noch ein Skill gelevelt.